Hallo, ich bin Jasmin von Stempel doch mal.de und heute wird's herbstlich. Heute habe ich hier so kleine Schokoladenhalter für euch mit der Eichelstanze. Ich habe zwei Varianten gemacht. Ich habe meine Männer gefragt, welche sie schöner finden und sie fanden die hier schöner, also mache ich heute die. Nein, Quatsch. Sie fanden die hier schöner wegen diesem Papier, aber ich habe gemerkt, dass die Eichelstanze nicht dieses Papier mag. Das franzt ein bisschen aus und bevor ich mir meine Stanze da irgendwie kaputt mache, habe ich jetzt halt das gleiche genommen wie hier diese Verpackung. Hat die gleiche Farbe, hat halt nur nicht diese Rillen. Ja, ich zeige, wie es geht. Ihr braucht erstmal ein Stück Papier. Und zwar hat das die Maße 15 mal 8. So, dann könnt ihr das gleich drin lassen und falzen. Auf der kurzen Seite anlegen. Und dann auf beiden Seiten jeweils bei einem Zentimeter, das werden quasi die Seiten löschen, und dann auf beiden Seiten wieder bei 7. Also total simpel, lange Seite 1, kurze Seite 7. Dann schneiden wir das jetzt ein, das sieht jetzt quasi so aus und wir müssen diese zwei Schnitte hier machen. Nochmal zack. Und man kann hier innen drin dieses kleine Eckchen so ein bisschen anschrägen. Dann ist das nachher nicht so im Weg. So, jetzt die Falzlinien ziehen. Dann habt ihr hier diesen Korpus, also diese kleinen Teile kommen nachher rein und dann klebt man einfach nur außen fest. Das heißt, wir müssen hier innen an diese beiden Laschen Kleber machen und dafür nehme ich dieses Abreißklebeband. Hier braucht ihr halt wieder irgendwas an Kleber, was Spannung aushält. Und da nehme ich immer ganz gerne dann hier das Band oder den Tombow. So, für alle, die da immer so lange dran rumfummeln wie ich, nehmt euch einfach hier irgendwie so ein spitzes Teil und dann geht das ganz easy. So, dann kommt jetzt eigentlich der schwierigste Teil. Zumindest für mich. Einfach hier so übereinander setzen, beachten, dass er gerade bleibt, dass die Verpackung halt die Form behält. So, und dann mache ich jetzt eine, na komm her, kleine Rittersport rein, dafür habe ich es mir halt ausgemessen und ich habe hier oben ein bisschen Luft gelassen, damit ich hier noch ein Loch reinstanzen kann. Nee, die brauche ich. Falsche Größe. So, und einfach ungefähr mittig und mit ein bisschen Abstand zum Rand einmal drücken. Dann haben wir quasi nachher den Verschluss. Und jetzt müsst ihr überlegen, was er für eine Farbe nimmt. Ich habe jetzt hier, wie heißt es, Himbeerrot. Das andere war Espresso. Aber ich nehme jetzt Himbeerrot. Ich habe gedacht, weil das Band halt auch Himbeerrot hat, passt das ganz gut. Das klebt da jetzt einfach übereinander. Das hier ist dieses Designerpapier. Ich zeig's mal gerade.
dieses herbstliche Papier. Hat auch Eicheln mit drauf. Hier ist nochmal das Muster, was ich gerade verwende, in groß. Ja, ist halt herbstlich hier vorne noch Holz. So, und dann das Designerpapier erstmal hier drauf. Und dann das hier drauf. Wenn ihr da die Schokolade drin habt, dann kann man da auch schön drauf drücken, dann hält das gut. So, und jetzt haben wir ein neues Band, das ist auch im Herbst-Winter-Katalog. Das ist in Brombeermus, in der gleichen Farbe. Da schneide ich mir jetzt einfach so ein Pi mal Daumen, so ein Stückchen ab. Und wenn ihr wollt, dass das vorne so einen schönen Knoten hat, dann müsst ihr das von hinten durchstecken. Und dadurch, dass das so dick ist, das Band, braucht man da jetzt gar keinen Leinenfaden oder sowas, das hält von alleine. Den könnte man halt nur zur Verschönerung noch dran machen, aber halten tut das bombastisch so. So, und jetzt kommt der Hauptpart, nämlich die Eichel. Da nehme ich, wie gesagt, das gleiche Papier wie die Verpackung hier. Das ist dieses Kraftfarbkarton. Und einmal Espresso. Ich gucke halt immer, dass ich die Farbtöne nehme, die auch im Papier sind, weil hier zum Beispiel diese Äste sind Espresso. Und dann könnt ihr hier die Hütchen mischen. Beim Aufkleben müsst ihr darauf achten, dass die Richtung der Stiele passt. So, der geht nach da, also auch so aufkleben. So, da haben wir sie schon. Das klebe ich einfach flach auf. Bisschen Tombow, dann kann man nämlich noch hin und her schieben. Und die zwei hake ich einfach so ein bisschen ineinander. So, und dann habe ich einen Spruch. Der ist, ich zeige euch mal das passende Set dazu. Also das ist das Set zur Stanze. Finde ich total süß. Da kann man halt nicht nur ausstanzen aus Designerpapier oder Farbkarton, sondern kann sich die Teile auch vorher stempeln. Wintervorrat ist auch süß, wenn man so eine Schokolade einpackt. Ich habe jetzt im Herbstgruß für dich genommen. Hier oben ist noch Dankeschön und kleines Hallo von mir steht hier oben. Ja, das habe ich schon auf dem Blog. Und das stempel ich jetzt auch in der gleichen Farbe, wie die anderen Sachen sind, in Himbeerrot. Da. So, und jetzt möchte ich, dass das recht klein ist, das Ausgestanzte. Weil, wie man vielleicht sehen kann, ist es normalerweise um einiges länger. Das machen wir folgendermaßen. Ich stanze das einfach mal so aus, dass es ziemlich links am Rand ist. Und dann nehme ich mir das Teil und stecke das nochmal von oben in die Stanze rein. Und schiebt das so weit durch, Telefon, dass mir das so passt von der Größe her. Und dann habe ich das kleiner gemacht.
will euch nur mal gerade die Länge zeigen. Also damit kann man so ein Stück kürzer machen und das hat mir jetzt hier drauf besser gefallen. Dann hatte das erstens nicht so viel Rand, der Spruch, und es passt einfach besser auf diese Nüsse drauf. So, und dafür nehme ich mir einfach hier so ein Reststück. Das ist immer schön schmal. Und klebt das einfach so mittig auf. Ja, das war's schon. Total simpel, aber wie ich finde, super süß mit dieser Stanze. Hier noch die anderen Varianten. Ja, ich hoffe, euch hat die Idee gefallen. Ich wünsche euch wie immer eine schöne Zeit, eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. I can't go.